machen, sprechen. Hier kommen wir direkt ins Spiel 1. Min Min gegen Palutena. Ich bin jetzt sehr gespannt. Wir hatten vorher auch in der Vorbereitung darüber gesprochen, dass Klatschbock sehr genießt, mit Min zu spielen, wenn er diese ganzen Kombos schafft, die er labt. Er wollte auf jeden Fall heute einen Upbeat, also Reverse Upbeat into Reverse Upbeat, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, landen. Mal sehen, ob das der Fall sein wird. Auf jeden Fall sehen wir schon Agrice, der es tatsächlich schafft, mit dem Dash-Attack reinzukommen. Mhm. 65% gegen 40% und mal gucken, ob er diese ganzen Wall schaffen wird. Ja, jetzt ist aber Klotschuk zu nahe gekommen. Und schafft die Distanz immer noch nicht. Er versucht mit diesem Neutral Air zu landen, aber dafür war Agrice vorbereitet. Und jetzt gucken wir, die sehr gute Ledge-Pressure, aber trotzdem mit diesem heftigen Ball. Ja. Aus dem Ledge. Ein Advantage, aber wieder ein Disadvantage. Ja, und jetzt nochmal Neutral, aber doch nicht. Einfach ein Neutral Air und gut war's. Und kriegt somit auf die Fresse. Ja, Agrice ist immer noch am Angriffen. Ja, also jetzt hat er noch die Chance. Also jetzt ist auf jeden Fall Minimum Kill Percent. Wenn Agrice einen guten... Oh ja, das ist das, was er braucht. Killt aber noch? Nee. Ob er ihn catchen wird? Ah, muss er natürlich zurückkommen. Er also hat diesen Upper gesucht. Nicht aber bekommen und bekommt. Jetzt aber mit dem Side-B. Ja. War richtig gut gemacht. Also das war auf jeden Fall ein komischer Trade. Ein Projektil gegen einfach seine Long Arm. Ja. ja, jetzt sind wir. Ja, okay, einmal, zweimal. Nee. Dann bekommt diese Forward. Oh, richtig guter Tag. Es ist richtig krass. Er spielt sehr die ganze Zeit mit diesem großen Ball. Ich weiß leider nicht, wie das heißt. Megawatt. Megawatt, okay. Ja. Normalerweise trifft das manchmal, sogar vielmals. Ja, ja, das ist sehr viel Damage. Obwohl es relativ langsam ist. Ja, okay, Forward Throw. Ja, 1-2. Ja, ja, 1-2, you're dead. Ja. Jetzt, nee, keine Conversion, leider. Versucht die Down-Tilt reinzukommen, schafft es nicht. Agrice mit dem Edge Guard wird es nicht schaffen und versucht, Barker zu bekommen, war aber ein bisschen zu hoch. Und jetzt, ja, Nippel, immer noch am Leben. Oh, guter Catch. Nimmt den Air Dodge raus und dann nochmal eine Side B und jetzt hat er ganz wenig Ressourcen und natürlich bekommt er den. Einfach. The Shield. The Shield. In, Shield to Fresse. Direkt Messer. jetzt ist er aber in Left Dot, ne? Oh, schöne also, Downer. Upbeat, Middle Stage. Und jetzt haben wir wieder einen Even Gain. Ja. Alle beide, also das ist ein ständiges in Ledge sein und gucken, wer jetzt die Advantage bekommt. Ja. Kein Darker. Erwartet. Down to gegen Barker. Beide einfach die ganze Zeit hier. Wir haben also Center Stage existiert gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was das ist. Wo ist das? und ja, Barker auf jeden Fall offstage. Machst wieder zurück. Und. Okay, jetzt sind wir aber. Neutral. Nicht für lange, aber. Okay, Megawatt schafft es nochmal. Gute Charge, nicht getroffen, aber okay, okay, und jetzt wieder Ledge. Er kann einfach chillen, Mitte des Stage und sein, ja, okay. Guter Parry und sowieso kann man, man kann das auch mit Parry nicht einfach punchen. Nee, bringt gar nichts. Ja, und Neutral Shot wieder. Neutral Air, wie wir sehen, Leute, total kaputt. Macht. Ja. Gut aber gespielt. Also Palutena, also ich schaffe das nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Palutena auszuwallen und das hat er sehr gut gemacht. Auf jeden Fall. Ja, ein paar Mal gerusht, dafür punished, aber trotzdem gewonnen. Ja, ich bin jetzt. Wie das in einem Band gerade. Ja, ich glaube, ich habe so gesehen, wie die Lippen sich bewegt haben und habe ich gelesen, PS2. Kann aber stimmt. Sein. Nicht? Stimmt nicht. Gehen zu Smashville. Okay, hat auch die S da irgendwo. ich bin gespannt, was für ein Skin. Okay, blauer Skin und jetzt bei Minden. Bleiben wir wieder bei einfach den ersten. Nee, wir sind blau. Beide blau. Ich appreciate wirklich koordinierende Outfits. Outfits, ja. Also, immediate Grab.
Und schon ist der Grice, 18%. Ja, ich schaff das drin. Nüttele, backe, gut. Klassischer Combo. Versuch den. Wir bleiben erstmal. Mhm. Und jetzt natürlich ein Backthrow. Offstage. Ich würde immer denken, dass Min Min viel mehr Schwierigkeiten offstage haben würde, aber Clutchbox hat es wirklich geschafft, mit ihr dort richtig lange zu überleben und die ganzen Versuche von Aggrice einen Edgeguard zu bekommen, einfach total negiert. Jo. Jetzt ist aber Falutena dran an Ledge. Good job. Ja, gut. Versucht das. Er hat wirklich mit diesem Megawatt versucht, einen Early Kill zu bekommen bei 80%. Hatte sicherlich auch geklappt, glaube ich. Ja, ui. Hätte das schaffen können. Ich würde ihm trotzdem tilt, though. Mhm. Aber Clutchwork bleibt nicht, doch nicht, am Ledge. Okay, jetzt kommt wieder so unendliche Pressure mit den Armen. Ja, aber, ja. Neutral Get Up schafft es. Aber nicht so ganz raus auf der Ledge. Oh, beide haben das versucht. Keiner wirklich. Oh ja. Upper. Krass. The Upper. Upthrow. Ich glaube, ich hab das nie gesehen. Regrab wird aber nicht gepunished. Und sie rusht early, also mit dem Dash Attack und jetzt bezahlt Aggrade dafür. Okay. Ja, also ich muss sagen, man würde erstmal denken, Falutena hat the best Neutral, aber Min Min hat auch kein schlechter. Nee, gar nicht. Ich glaube, das ist einer ihrer wichtigsten Tools. Jo. Und vor allem, dass es wechselt. Also es kann ganz leicht, also halt Megawatt. Mhm. Grice, Downer, Dash Attack. Ja, beide equal stocks, aber auf jeden Fall ein bisschen weiter hinterher. Jetzt in der Disadvantage. Schafft es wieder back zurück zu Ledge und auch zu Stage. Gut. Aber with Grab will nochmal geht zu Ledge wieder dafür. Ja, wow. Das war wieder ein Feature. Ja, von Megawatt. Das ist schon wirklich powerful too. Okay, die sind am Rand tasten, was hier los ist. Aggress schafft. Ledge zu bekommen, aber immer noch. Ja, und das war schafft ein sehr guter. Ja, entscheiden, wir sind gleich Stocks. Na, jetzt haben wir wieder Grice und the Lead. Ja, das hat uns gefehlt, so. Neutral into neutral into neutral. Ja, das war es auf jeden Fall. Habe ich vermisst, natürlich jetzt mit der Backthrow. Clutchbox offstage, schafft es zu Ledge und jetzt gegen den Ledge Trapping, bekommt den Grab und jetzt ist Aggrice ganz weit weg und schafft es auch zurück. Okay. Wird für Center Station gekämpft. Jetzt ist Clutchbox dran. Er bleibt auf Distanz. Smart. Wow, diese Grab Range, man erwartet das einfach nie. Ja, schon heftig. Kein Two-Frame, aber immer noch am Ledge. Ja, er negiert fast alles, einfach so. Geh weg. Ja, ja, aber auf jeden Fall, Aggrice schafft es wirklich ganz gut, die ganze Pressure auszuhalten und zu überleben und jetzt so. Ich muss wirklich einfach die Klappe halten. Bekommt einfach einen riesigen, großen Metallball in die Fresse und ist somit auch jetzt in seinem vielleicht letzten Match von diesem Set. Ja, 2-0. Mhm. Ja, ich verstehe auch, dass Aggrice gerade Schwierigkeiten hat, so ranzukommen. Also. Ja, ja, auf jeden Fall. Also wie man da reinkommt, also. Ich habe keine Ahnung. Neutral haben mal wieder, aber dann, wenn nicht, dann wird man krass gepunished. Mhm. Mal sehen, was wir jetzt sehen, Outfits. Ja. Ich habe gesehen, ein schönes Grün. Wieder kombiniert oder nicht? Ja, guck mal, schönes Grün. Ja, okay. Wir gehen zum dritten Game, erstmal 2-0. Ja. Ja, versucht ihn auch irgendwie ganz gut zu spacen, aber dieser Downtilt von Min Min schafft es auch ganz gut, schnell die ganze Distanz zu
ja, vernichten und dann direkt in den Angriff zu gehen. Mhm. Megawatt. Ja. Er hat nochmal Lust. Ja. Ja, also ich glaube. Jetzt ohne Double Jump. Mhm. Aber kein Megawatt. Einmal, zweimal. Ui, kein dritter Schlag. Und schafft das einfach so, ja, dass er auch gesehen hat, dass noch ihr Neutral Air aktiv war und dann auch noch diesen. Ja, gut, würde 2-Frame. Mhm. Und jetzt hat Clockwork einen krassen Lead. Ja, ist ein Stock. Und schafft das wieder zurück, obwohl er keinen Jump hat. Ja, aber Grice hat ganz gut jetzt in diesen letzten Interaktionen geschafft, wieder die Prozente ein bisschen besser zu gestalten. Jetzt haben wir 90 fast Prozent und schafft die Up Smash. Einfach und dann wieder halten. Even Game. Ja. Even Game. Krass, was für ein gutes Spiel. Versucht es. Oh, das ist aber ein richtig schöner Teleport. Cancel into Down Air. Ja. Versucht es mit den Up Airs, versucht diesen Min Min zu juggeln. Von oben schaffen die ganzen langen Arme nicht so viel. Ach, Megawatt mit diesem Jump. Ja. Es covert einfach so viel. Kein Two-Frame diesmal. Nochmal Megawatt. Und schafft es. Ja. Krass. Und jetzt haben wir wieder ein Stock-Lead. 26%. Jetzt müssen wir gucken, ob Aggressive es ein zweites Mal schafft, nochmal diesen Stock zu bekommen. Macht es ganz gut. 60% und geht für die Downer. Okay, Minwin ist aber offstage. Oh, der hatte fast. Er hätte was treffen können. Hat sich aber nicht getraut. Okay, versucht. Okay, für diese Bugger gefischt. Ja. Ja, er hat es gut gemacht. Beide traden Neutral Airs, keiner funktioniert. Jetzt Falutena. Aber unfassbar. Upper. Okay. Wir hatten converted. Ja, jetzt ist aber Clockwork nicht mehr in Ledge. Nee, und die Sache ist, wir haben jetzt, also diese ganze Interaktion, es war jetzt irgendwie so eine Art Chip-Damage, keine großen Kombos von keiner von beiden, aber jetzt hat Aggress auf einmal 85%. Ja. Das heißt, wenn er noch so einen Hit bekommt, dann ist er auch tot. Ja, ich glaube, Neutral würde es nochmal schaffen, also mit Megawatt. Mhm. Und das ist kein gutes Zeichen, aber ob das schafft es, wir haben gleiche Stocks, aber 100%. 100%. Jetzt müssen wir gucken, wie patient kann Aggress sein. Wir haben 4 Minuten. Und das Problem ist, Min Min fühlt sich mit Geduld ganz gut. Ja, natürlich. Muss Distanz schaffen und gute. Oh, oder einfach. Einfach von der Auto. Aber doch nicht. Ja. Fistbomb. Ja. Clean 3-0 nochmal. Mhm. Aber in diesem letzten Spiel hat man das fast noch geglaubt. Ja, definitiv.